Ja, Aluminium wird ja auch jetzt schon mannigfaltig im Fahrzeug eingesetzt und die Wachstumspotenziale sehe ich so ziemlich an jeder Stelle im Fahrzeug. In der Außenhaut, im Antriebsstrang, im Fahrwerk und natürlich durch die Elektromobilität auch in neuen Anwendungen wie zum Beispiel Batterieböden. Die Automobilhersteller entwickeln ja in die Richtung der richtige Werkstoff an der richtigen Stelle. Und die richtige Stelle ist für Aluminium an ziemlich vielen Teilen des Fahrzeuges. Ich sehe uns gut gerüstet dafür, wobei wir eben sagen müssen, es gibt auch andere Werkstoffe, die gut sind, aber eben der richtige Werkstoff an der richtigen Stelle und Aluminium wird dort eine große Rolle weiterhin spielen. Die Aluminiumindustrie ist sehr innovativ. Wir haben viel Forschung und Entwicklung in unseren Unternehmen. Größere Unternehmen unterhalten sogar Forschungszentren zur Weiterentwicklung. Also von daher sehe ich die Aluminiumindustrie gut gerüstet, auch für die Zukunft. Weitere Potenziale können dadurch erschlossen werden, dass eben an den Werkstoffen geforscht wird, dass neue Werkstoffe entwickelt werden und natürlich neue Verfahren und bestehende Verfahren verbessert werden. Das sind so die Punkte, die uns eben weiterbringen werden. Hervorragend. Studien belegen ja, dass durch den Zwang zum Leichtbau, CO2-Thematik ist ja bekannt, das Wachstum für den Leichtbau von 70 Milliarden Euro etwa im Moment auf 300 Milliarden wachsen wird und Aluminium wird da einen erheblichen Anteil holen.